Ariane, Sie kommen. Okay. Okay, das. So, liebe Julia, lieber Frank von der Klinikleitung. Und der Personalvertretung. Erstmal ein großes Dankeschön. Wie ihr wisst, hat Jens Spahn in Anerkennung eurer Belastung in der Corona-Krise, die, also für Krankenpfleger, die stolze Summe von 100 Milliarden, Entschuldigung, von 100 Millionen Euro ausgelobt. Julia, wir kriegen 100 Millionen. Ja, aber nicht ganz. Ja, es gibt pro Krankenpfleger bis zu 1.000 Euro mehr. Lassen Sie mich raten. Wir reden hier von einer Einmalzahlung. Wir reden hier von einer einmaligen Leistung der Bundesregierung, finanziert aus den Liquiditätsreserven des Gesundheitsfonds. Also, ja. Finanziert aus was? Aus den Mitteln der Beitragszahler. Also von jedem von uns, oder was? Sorry, falsche Taste. Toll. Wo können wir uns unsere tolle Prämie abholen? Ja, die Klinikleitungen und die Personalvertretung haben vom Gesundheitsministerium die verdienstvolle Aufgabe der Zuteilung übertragen bekommen. Wir machen hier die Drecksarbeit für Jens Spahn. Ja, und deswegen kommen wir jetzt hier zur Klärung Ihrer Anspruchsvoraussetzungen. Klärung von was? Na, ob wir es bekommen. Wir sind doch Krankenpfleger, oder? Ja, aber zu viele. Ja, es gibt in Deutschland rund 1 Million Pfleger und das Geld reicht halt nicht für alle. Ja, dann muss Jens Spahn halt mal ein bisschen mehr ausgeben. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Und die andere Möglichkeit? Man verteilt das ganze Geld einfach an ganz wenige Pfleger. Ja, eben an nur die Pfleger, die tatsächlich Corona-Patienten behandelt haben. Haben wir doch, oder? Ja, aber zu spät. Ja, hätten wir das früher beantragen müssen, oder? Nein, Sie hätten die Patienten früher behandeln müssen. Diese Prämie ist ja nur für Krankenpfleger, die Corona-Patienten der ersten Welle behandelt haben. Ja, und wir haben früher schon Corona-Patienten gehabt. Ja, aber zu wenig. Tja. Diese Klinik hätte mindestens 50 Corona-Patienten aufnehmen müssen. Wir hatten sogar mehr Corona-Patienten. Ja, aber zu lange. Tja. Sie hätten die Patienten vor dem 31. Mal einfach wieder entlassen müssen. Die waren halt sehr lange krank. Wie Sie wissen, ist das hier eine Schwerpunktklinik. Ja. Das heißt, wir behandeln die wirklich schweren Fälle. Ja, aber nicht genug. Tja. Das heißt, wir kriegen nicht mal die 1.000 Euro. Ich habe mir hier einen Arsch aufgerissen. Ich hatte sogar Corona. Wie, Frank, dann waren Sie gar nicht arbeiten? Ging doch gar nicht. Ich musste doch nach Hause. Naja, also dann hätten wir das uns aber auch sparen können. Ja. Klar, nämlich für zu Hause bleiben gibt es keine Prämie. Ja, wenn Sie fürs Nichtstun bezahlt werden möchten, dann sollten Sie zur Autobahn GmbH wechseln. Ja, ja, machen Sie mal den. Nicht lustig. Das heißt, wir kriegen mal wieder gar nichts. Doch. Krankenpfleger erhalten ab nächsten April dann schrittweise bis zu 10% mehr Lohn. Super, 10% mehr Lohn. Ja, ist doch. Ja, aber nicht ihr. Wieso? Wir sind doch Krankenpfleger, oder? Ja, aber am falschen Ort. Tja. Das ist doch ein Krankenhaus hier, oder? Ihr wisst doch, das ist ein freier Träger. Und den Tariflohn, den gibt's zunächst erstmal bei den öffentlichen Kliniken. Das heißt, für uns wird erstmal gar nichts erhöht, oder? Doch. Die Höchstarbeitszeit. Also in Niedersachsen dürfen Pfleger jetzt dann auch 12 Stunden täglich arbeiten. Also aber eine Sache gilt ja sofort für alle Krankenpfleger. Ihr dürft jetzt mit Corona arbeiten. Ha? Sie wissen aber schon, dass man in Wuhan rausgefunden hat, dass 14-Stunden-Schichten zu mehr Infizierten führen und damit zu mehr Corona-Toten? Ja, nix aber. Das weiß das Gesundheitsministerium. Hallo Leute, die Anstalt hat was Neues. Was machen Sie da? Herr Newton, Sie sind ein Physiker aus dem 17. Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen erklären kann, was Sie... Doch, erklären Sie das ruhig. Bitte. Okay, das ist unser YouTube-Channel. YouTube. Okay, da kann man Videos schauen. Die Videos? Filme. Die Filme? Also man, als User klickt man auf... Da klickt man. Man drückt quasi mit einer Maus auf... Also im Prinzip können die User den Channel abonnieren hier... und auf weitere Videos hier gehen und dann haben sie